Okay, herzlich willkommen zur Vorlesung Diskrete Strukturen. Heute ist die letzte Woche der Vorlesung angebrochen. Wir machen heute nochmal Stoff weiter im Bereich Gruppentheorie, die Grundlagen so ein bisschen Ihnen nochmal näher zu bringen. Und am Donnerstag müssen wir ein bisschen schauen, ob wir dann noch weiter im Stoff machen oder ob ich vielleicht so ein bisschen auch mal Ihnen Einblicke gebe in die aktuelle Forschung, was im Bereich sozusagen, wozu diskrete Strukturen nützlich sind, was man damit alles sozusagen in der Forschung machen kann. Das, denke ich, ist auch manchmal ganz spannend, gerade für Studierende am Anfang des Studiums so ein bisschen Einblicke zu kriegen, was passiert eigentlich in der aktuellen Forschung, damit sie nicht sozusagen immer nur in Grundlagen hängen, die sozusagen in den 60er Jahren oder noch früher entwickelt wurden oder der Eulersche Algorithmus, ne, oder erweiterter Eulersche Algorithmus. Der Name Euler sagt schon, es ist schon sehr lange her alles. Sie wollen sicherlich hin und wieder auch mal sehen, was passiert denn jetzt und nicht vor Hunderten von Jahren. Genau. Jetzt aber weiter im Stoff. Es geht in Richtung Gruppentheorie. Letztes Mal haben wir diesen erweiterten Eulerschen Algorithmus besprochen, EEA kurz. Und da wollte ich nochmal erklären, warum der wichtig ist und was der insbesondere mit Verschlüsselungsverfahren zu tun hat, wo der sozusagen reinspielt. Wir hatten ja schon so kurz angerissen das Diffie-Hellman-Verfahren und dann als zweites das RSA-Verfahren. Und bei beiden Verfahren gab es so eine Reihe Schritte. Sie erinnern sich, Bob und Alice haben sich da Botschaften hin und her kommuniziert und dann im Laufe der Kommunikation einen geheimen Schlüssel entwickelt, den nur Bob und Alice am Ende haben, den aber alle, die diesen Kanal abhören, nicht haben. Und das Ganze war so ein, wenn man ehrlich ist, wenn man das das erste Mal sieht, ist es so ein bisschen mystisch. Ja, da sagt man, wir haben ein E, finde ein D, der A, das und dann kommuniziere nur dieses und nicht jenes und so weiter. Und das war so ein bisschen kryptisch und es ist nicht immer klar, warum funktionieren die Dinge so? Wie lässt sich sowas finden? Was muss man eigentlich konkret machen? Und jetzt möchte ich Ihnen sozusagen an dieser Stelle nochmal kurz, nachdem wir den EEA besprochen haben, erläutern, wo der genau Einsatz findet im RSA-Verfahren. Sie erinnern sich, das hier ist irgendwie ein Reminder. Ich hoffe mal, dass ich den. Ups, das war gerade das Falsche. Genau. Sie erinnern sich, die Idee von dem EEA-Verfahren war eben, dass man den größten gemeinsamen Teiler findet von zwei ganzen Zahlen A und B. Sie haben zwei Zahlen A und B und der euklidische Algorithmus, wie hieß er? Euklidische Algorithmus, habe ich vorhin Euler gesagt, völliger Unsinn. Das ist natürlich der euklidische Algorithmus, also nicht nur ein paar hundert Jahre zurück, sondern ein paar tausend Jahre zurück, war da gerade in der falschen Zeitzone. Der euklidsche Algorithmus berechnet den größten gemeinsamen Teiler zweier Zahlen a und b. Das sind also Sachen, die schon damals Euklid entwickelt hat, vor Christus, noch ein paar hundert Jahre vor Christus. Und dann gibt es aber eine Erweiterung, der sogenannte erweiterte euklidsche Algorithmus. Und was der macht, ist, dass der die zwei, dass der den größten gemeinsamen Teiler nicht nur berechnet, sondern wir hatten das gesehen in den Rekursionen auch noch ihn darstellt als Linearkombination der beiden Zahlen a und b mit zwei ganzzahligen Koeffizienten Alpha und Beta. Die können positiv oder negativ sein, also oder auch null im Zweifelsfall, aber auf jeden Fall ganzzahlig. Und jetzt kommt die Frage, wozu ist der gut? Ja, was bringt mir das, den GGT zweier Zahlen als Linearkombination zu schreiben? Wir gucken uns mal das RSA-Verfahren an. Wenn Sie da zurückblättern, dann da werden Sie sehen, an einer Stelle verwendet man folgenden Schritt. Man hat diesen Verschlüsselungsexponenten, E heißt der, klein e, und der ist aus dieser Menge dieser teilerfremden Reste modulo nz, n Lambda, ne, das sind sozusagen hier die teilerfremden Reste. Und das hier sagt sozusagen, dass die Zahl, die ich suche, die soll teilerfremd mit n Lambda sein. Und was dann im RSA-Verfahren gesagt wird, ist, man finde bitte ein D derart, dass D mal E
modulo Lambda n 1 ist. Das bedeutet, werden wir nachher sehen, was das eigentlich heißt, ist, dass das D sozusagen das Inverse von E ist. Wir werden gleich in die Gruppentheorie gehen. Da lernen wir ein bisschen, was eine Gruppe ist. Und da werden wir lernen, dass eine Gruppe insbesondere ein neutrales Element hat. Das ist typischerweise die 1 bei multiplikativen Gruppen. Ja. Und jetzt ist die Aussage hier, dass Modulo N D mal E gleich 1 sein soll. Das heißt, in dieser Modulo-Gruppe, die wir nachher noch genauer anschauen werden, ist das D das Inverse zum E. Und die Frage ist, wie finde ich eigentlich ein Inverses? Und in solchen endlichen multiplikativen Gruppen wie dieser hier, findet man das Inverse mit dem erweiterten euklidischen Algorithmus. Denn was heißt das? D mal E modulo Lambda n gleich 1 heißt, wenn ich D mal E nehme und dann irgendwelche Vielfachen von Lambda n, dann kommt da 1 raus. Und 1 ist nun gerade, weil die ja teilerfremd sind, E ist ja teilerfremd zu Lambda n, ist 1 nichts anderes, Entschuldigung, 1 ist ja genau, ist 1 ist der GGT, ist der größte gemeinsame Teiler hier. Da nutzen wir die Eigenschaft, dass diese 1 ja nichts anderes als der größte gemeinsame Teiler ist. Und der EEH, was liefert der mir? Der liefert mir genau eine Linearkombination von der Form. Ja, das steht ja, wenn Sie vergleichen, steht ja oben, was der EEH Ihnen liefert, ist eine Linearkombination zweier Zahlen A und B, die den größten gemeinsamen Teiler dieser beiden Zahlen nimmt. Wenn man jetzt hier einsetzt, nicht, wenn wir jetzt also für A einsetzen das E, und für B hier einsetzen Lambda n, ne, dann liefert uns der Algorithmus eine Linearkombination von E und Lambda n, derart, dass das dem GGT entspricht, nämlich 1. Ja, und das ist sozusagen das hier, das heißt, wenn man das sozusagen 1 zu 1 überträgt, liefert das Alpha der EEA, der EEA liefert Ihnen also ganz genau Alpha mal E plus Beta mal Lambda n, gleich 1. Und das heißt, wir sehen hier direkt, ich mache es extra in einer anderen Farbe, dieses D, was wir suchen, entspricht dem Alpha, diesem Koeffizienten in der Linearkombination, den der EEA ausspuckt. Das heißt, dieser Schritt im RSA-Verfahren, wo ich versuche, das Inverse zu E in der Modulo-Gruppe zu berechnen, diesen Schritt kann ich mit dem EEA-Verfahren, mit dem EEA-Algorithmus erschlagen. Und das heißt, genau da bei der Berechnung des Inversen zu E wird der E ja eingesetzt im RSA-Verfahren. Gut, das also so ein bisschen nochmal ein Blick in das RSA-Verfahren und wo uns der EEA an dieser Stelle hilft. Und jetzt habe ich schon angesprochen, dass diese Zahl D, die wir da suchen, ist im Prinzip das Inverse zu E. Was eigentlich ein Inverses ist, was ein Neutrales, das gucken wir uns jetzt alles an. Das ist nämlich genau Inhalt des Bereiches, der sich Gruppentheorie nennt. Das Konzept einer Gruppe ist ein wahnsinnig wichtiges Konzept in der Mathematik, spielt in ganz vielen Bereichen eine Rolle, in Bereichen, wo Sie das gar nicht erwarten würden. Ja, das ist ganz wichtig. Das Konzept Gruppe ist was sehr Abstraktes. Vielleicht haben Sie schon mal den Begriff Gruppe gehört, zum Beispiel, dass die ganzen Zahlen, wenn Sie die Addition nehmen und das neutrale Element 0, das nennt sich eine Signatur, diese drei Signatur, so heißt das, wenn ich sozusagen eine Menge nehme von Elementen, eine Verknüpfung, in unserem Fall die Addition, und ein Element aus der Gruppe, aus dieser Menge Z, was ausgezeichnet ist, nämlich die Null, und das ist das Neutrale. Diese drei Aspekte, die charakterisieren eine Gruppe. Natürlich sind nicht alle drei immer eine Gruppe. Wir werden im Folgenden ganz genau gucken, was gibt es alles für Gruppen, was haben diese Gruppen für Eigenschaften. Aber die ganzen Zahlen bezüglich der Addition mit dem neutralen Element 0 bilden zum Beispiel eine Gruppe. Und natürlich, wenn ich die Addition nehme, dann heißt das eine additive Gruppe. Bitte hier Vorsicht, in den Folien ist aus meiner Sicht ein kleiner Fehler. Und zwar steht an dieser Stelle Abelsch.
Abelsch ist nicht dasselbe wie additiv. Ja, also bitte vielleicht, wie soll man das machen? Vielleicht streichen Sie sich das durch, das Abelsch hier. Das ist in der Stelle nicht richtig. Es ist durchaus so, dass abelsche Gruppen meistens additiv formuliert werden. Es gibt aber auch abelsche Gruppen, die multiplikativ sind. Das ist überhaupt kein Problem. Da kann man genauso multiplikative Gruppen nehmen. Es ist nur eine Konvention, wenn ich eine abelsche Gruppe habe, dass ich die Verknüpfung meistens mit einem Plus darstelle. Ja. Was heißt Abelsch? Abelsch ist nämlich dasselbe wie kommutativ. Vielleicht besser so. Abelsch heißt nichts anderes als kommutativ. Ist ein anderes Wort für kommutativ. Gibt es einfach zwei verschiedene Worte für dieselbe Sache. Wahrscheinlich hat der gute Herr Abel sich das überlegt. Ist jetzt nicht ein Nobelpreis wert, aber egal, sei es drum. Das Ganze heißt jedenfalls Abelsch, wenn es kommutativ. Aber wir fangen von vorne an. Ich hatte gesagt, Gruppen gibt es ganz viele, tauchen überall auf. Ich habe immer eine Menge. G heißt die bei uns typischerweise. Das sind die Elemente. Das ist einfach eine Menge von Elementen. Dann habe ich eine Verknüpfung derart, dass wenn ich zwei Elemente verknüpfe, also dieses Punkt, das nimmt also zwei Elemente von G, G kreuz G und bildet wieder nach G ab. Ja? Das ist sozusagen eine Abbildung, die zwei Elementen in G wieder ein G zuordnet. Und dann gibt es ein 1-Element, ein neutrales Element. Genau, hier unten steht schon, ich muss nicht immer Sachen hinschreiben, die schon dastehen. Das ist also die Eigenschaft, diese Verknüpfung, die bildet zwei Elemente auf G ab. Und dann, ob Sie diese Verknüpfung mit einem Punkt oder mit einem Plus oder mit einem Kringel malen, es gibt auch Leute, die Kringel nehmen, es gibt auch Leute, die bei der Gruppen, einfach um deutlich zu machen, dass es nicht eine normale Addition ist, machen die einen Plus mit einem Kringel drum. Da kann man sich aber ganz schön die Finger wund schreiben, wenn man immer Kringel um alle Plus machen muss. Also das muss man nicht unbedingt machen. Aber die Idee ist, das Plus, was Sie hier sehen, muss nicht unbedingt so definiert sein, wie Sie das von den reellen Zahlen kennen. Sie können also beliebige Verknüpfungen definieren, ist Ihnen völlig frei überlassen. Aber es müssen bestimmte Eigenschaften erfüllt sein. Und die erste sehen Sie, die Nullte sozusagen ist, wenn ich zwei Elemente nehme aus der Gruppe, und dann verknüpfe, dann sollte bitte schön wieder ein Element aus dieser Gruppe, aus dieser Menge rauskommen. Das heißt, wenn ich einfach die Addition auf den ganzen Zahlen nehme und dann nur die Zahlen 1, 2, 3, da wird keine Gruppe draus oder es ist keine Gruppe. Warum? Weil wenn Sie 3 plus 1 nehmen, dann kommt 4 raus und das ist nicht mehr in der Menge 1, 2, 3. Ja, das heißt, die Menge 1, 2, 3 mit der klassischen Addition und der 0 wäre eben zum Beispiel keine Gruppe. Da fehlt die sogenannte Abgeschlossenheit. Das ist also die erste wichtige Eigenschaft. Die Gruppe muss bezüglich der Verknüpfung abgeschlossen sein. Wenn ich zwei beliebige Elemente verknüpfe, muss ich immer wieder in der Gruppe landen. Egal, ob Sie die Gruppe jetzt mit einem Kringel oder mit einem Plus bezeichnen, es muss am Ende immer wieder ein Element aus der Gruppe rauskommen. Eine zweite Eigenschaft, das kennen Sie schon, Assoziativgesetz. Ja, das heißt, wenn ich drei Elemente aus der Gruppe nehme, ABC, ne, hier steht für alle ABC aus dem G natürlich, völlig klar. Dann ist egal, wie Sie das klammern. Das heißt, Sie können erst A mit B verknüpfen und dann mit C oder erst B mit C und dann mit A. Wohlgemerkt aber, die Reihenfolge wird nicht geändert. Ne, wenn Sie die Reihenfolge auch ändern können, sehen wir hier unten, wenn A mal B immer gleich B mal A ist oder A plus B immer gleich B plus A, dann nennt man diese Gruppe kommutativ, beziehungsweise eben Abelsch. Ja, das muss aber nicht sein. Eine Gruppe muss nicht kommutativ sein, eine Gruppe muss nicht Abelsch sein. Das kennen Sie vielleicht so noch nicht unbedingt aus dem Alltag, ne, wenn Sie an Ihre Verknüpfungen denken. Plus ist natürlich kommutativ auf den reellen Zahlen. Mal ist auch kommutativ, ob ich A mal B oder B mal A, würden Sie sagen, ist egal. Bei reellen Zahlen ist das egal. Wenn Sie Matrizen multiplizieren, ist das im Allgemeinen nicht mehr egal. Ja? Also wenn man so Matrizen hat, hatten wir ja schon drüber gesprochen, bei Matrizen ist M mal N im Allgemeinen nicht N mal M. Ja? Schon angefangen damit, wenn die nicht sozusagen von den Dimensionen passen, dann kann das eine gar nicht richtig definiert sein. Ja. Aber selbst wenn Sie quadratische Matrizen nehmen, wo Sie sozusagen von den Dimensionen die auch vertauschen können, da kommt im Allgemeinen nicht dasselbe raus. Das ist wichtig. Das heißt, die Matrizen mit der Multiplikation, da können Sie auch Gruppen bauen, Matrizengruppen. Ne?
aber die sind im Allgemeinen nicht mehr kommutativ. Und insbesondere ist es oft so, dass bei additiven Gruppen ist es durchaus so, dass die kommutativ sind. Bei multiplikativen ist es manchmal so, aber manchmal sind die nicht kommutativ. Zum Beispiel bei den Matrizen. Diese Gruppe ist sozusagen, ich schreibe es mal dazu, nicht abelsch, nicht abelsch oder nicht kommutativ. Ne? Genau. Welche Eigenschaften müssen noch gelten bei der Gruppe? Wir haben schon gesehen, assoziativ gesetzt. Dann hatte ich erwähnt, ein neutrales muss es geben in der Gruppe. Das ist wichtig. Ne? Wenn ich zum Beispiel die Zahlen 1, 2, 3 nehme und die klassische Addition, dann kann das schon gar keine Gruppe werden, weil das Null-Element, das Neutrale, ist ja gar nicht in der Menge drin. Das muss schon mit dabei sein, sonst haben Sie gar keine Chance, dass es eine Gruppe wird. Ne? Also das Neutrale muss dabei sein. Das Neutrale per Konvention, weil es sozusagen dem entspricht, was Sie kennen, nennt man das Neutrale. Bei der Multiplikation immer 1 und bei der Addition nennt man das 0. Ja, aber Sie können das Neutrale nennen, wie Sie wollen. Sie können das auch E nennen. Das ist durchaus auch, dass man sozusagen das Neutrale als klein e bezeichnet. Ja, die 1 oder was auch immer, ja, wenn Sie multiplizieren zum Beispiel. Also das macht man manchmal, dass man es nicht 0 und 1 nennt, sondern E oder N für Neutrales. Da gibt es viele Möglichkeiten. Das macht man deswegen, weil man bewusst sich differenzieren will von der klassischen Addition oder Multiplikation, damit der Leser nicht verwirrt ist und denkt, ich soll hier irgendwie reelle Zahlen multiplizieren. Ja. Sondern es ist eine sozusagen, die Verknüpfung kann beliebig definiert werden. Aber es muss in der Gruppe ein Neutrales geben und das ist eben gerade so definiert, dass es nichts macht, wenn ich das mit einem Element verknüpfe, egal ob ich es von links oder von rechts dran multipliziere. Ne? Bei nicht-kommutativen Gruppen macht das im Allgemeinen einen Unterschied, ob von links oder von rechts, das ist nicht dasselbe. Ne? Aber in dem Fall soll es immer A geben. Das heißt, wenn ich, ne, wenn Sie eine ganze Zahl mit 0 addieren, dann bleibt es dieselbe ganze Zahl. Wenn Sie eine ganze Zahl mit 1 multiplizieren, dann bleibt es auch dieselbe ganze Zahl. Deswegen ist das sozusagen die klassische Multiplikation, Addition mit den neutralen 1 bzw. 0, die erfüllt das. Und bei der 0 genauso, also A plus 0 bzw. 0 plus A ist gleich A. Wenn man sowieso sagt, es soll kommutativ sein, dann kann man sich diese Vertauschung auch sparen. Dann ist klar, dass a plus 0 immer dasselbe wie 0 plus a ist. Also wenn ich sage, es ist kommutativ. Ja, und dann ganz wichtig auch noch, das Neutrale reicht nicht. Also wenn ich die ganzen Zahlen nehme, wieder als Beispiel, oder die klassische Addition auf den ganzen Zahlen, die Sie kennen, aber dann nehme ich nur die Elemente 0, 1, 2, 3, dann ist das nicht nur deswegen keine Gruppe, weil es nicht geschlossen ist, weil die 4, die 5, die 6 nicht dabei ist. Aber selbst wenn ich die natürlichen Zahlen nehme, von 1 bis unendlich und dann noch die 0 dazu, damit ich ein Neutrales habe, ist immer noch keine Gruppe. Warum? Was fehlt? Das Inverse fehlt. Das ist das Letzte, was Sie bei einer Gruppe unbedingt noch brauchen. Zu jedem Element der Gruppe brauchen Sie ein Inverses, das heißt ein zu jedem. Vielleicht sollte ich das erläutern, das haben Sie vielleicht schon mal gesehen, aber vielleicht auch nicht. Dieses Symbol, das kommt aus der Prädikatenlogik, die wir jetzt nicht im Detail gemacht haben. Das liest man als für alle. Das heißt für alle, dieses Ding hier. Und das andere hier, dieses, das umgedrehte E, das hatten wir auch schon irgendwo gesehen. Das heißt, es existiert oder es gibt. Oh, meine Schrift ist etwas nicht so hübsch. Naja, wurscht. Schönheitspreis werde ich hier nicht kriegen. Genau, das heißt sozusagen, ich muss die Eigenschaft erfüllen, dass zu jedem Element der Gruppe G muss es ein Inverses geben. Das heißt ein B. Und wie ist das Inverse definiert? Derart, dass egal, ob ich es von links oder rechts dran multipliziere, das Neutrale rauskommt. Ne, zum Beispiel wieder das, was ich Ihnen dringend empfehle, und das versuche ich auch immer deutlich zu machen, bei all diesen Definitionen, die wir jetzt besprechen, am besten ist es, und das gilt für alle Strukturen in der Mathematik, dass Sie sich immer Beispiele im Kopf haben. Was sind Gruppen und was sind keine Gruppen? Ein positives Beispiel für eine Gruppe und ein negatives Beispiel für etwas, was keine Gruppe ist. Zum Beispiel die ganzen Zahlen, die bilden bezüglich der klassischen Addition eine Gruppe. Ne? Hatte ich ja gerade gesagt. Die natürlichen Zahlen, selbst wenn ich die 0 dazu nehme, keine Gruppe. Keine Gruppe.
Was fehlt? Das Inverse. Ne, bezüglich der Addition, das heißt, ich muss die Negativen alle noch dazu nehmen, damit ich zu jedem Positiven auch ein Negatives habe. Und dann, man kann da noch differenzieren von einem zwischen einem Linksinversen und einem Rechtsinversen, abhängig davon, ob man es von links oder rechts dran multipliziert. So genau wollen wir es jetzt nicht machen. Hier ist halt die Definition, dass es sozusagen ein Inverses geben muss, in dem Sinne, dass egal, ob ich es von links oder von rechts an das A dran knalle, muss das Neutrale rauskommen. Neutral ist bei der Multiplikation typischerweise mit 1 bezeichnet, weil das auch dem entspricht, was man in der Multiplikation so kennt aus den reellen Zahlen. Die reellen Zahlen übrigens mit der Multiplikation, ne, und als neutrales Element die 1, ist die Frage, bilden die eine Gruppe? Die Antwort ist nein. Warum? Weil die 0 kein Inverses hat. Sei denn, Sie nehmen unendlich noch mit dazu, dann können Sie argumentieren, dass es dann vielleicht eine Gruppe ist. Aber unendlich ist natürlich ein bisschen abstrakt. Wenn man aber die 0 rauslässt, also ohne 0, dann hat man eine Gruppe. Ja, dann habe ich zu jedem Element, was nicht 0 ist, gibt es auch ein Inverses. Zu A ist 1 durch A das Inverse bezüglich dieser Gruppe. Und dann habe ich eine multiplikative Gruppe. Sie sehen, man kann also hier unterscheiden zwischen multiplikativen Gruppen und additiven Gruppen. Und alles, was wir typischerweise besprechen werden im Folgenden, sind additive oder multiplikative Gruppen. Was wichtiger ist, ist Geschmackssache. Also es gibt viele Bereiche, wo additive Gruppen wichtig sind. Ich glaube, für die ganze Kryptographie sind multiplikative Gruppen etwas wichtiger. Das heißt, dieser Bereich, ich mache es mal orange, dieses hier ist sozusagen das, was im Folgenden von größerer Relevanz sein wird. Wir werden aber durchaus auch additive Gruppen besprechen. Im Grunde ist das so ein bisschen austauschbar, aber Sie sehen schon eine Hürde. Wenn man multipliziert, dann muss man die Null, muss man ein bisschen aufpassen. Sobald irgendwo eine Null in der Menge ist, ist mit Inversem schwierig. Ja. Das ist dann im Allgemeinen nicht da und dann ist das, was da ist, keine Gruppe. Also auch wieder ein Beispiel für Gruppe bzw. Nicht-Gruppe. Wenn die Null dabei ist, ist R mit der Multiplikation keine Gruppe. Wenn die Null rausgenommen wird, dann ist es wieder eine Gruppe. Und das empfehle ich Ihnen ganz grundsätzlich, egal ob es in der Mathe um Gruppen geht oder Ringe oder Körper oder Module oder Algebren. Es gibt so viele verschiedene Strukturen in der Mathematik. Wenn Sie ein bisschen mehr Mathevorlesungen machen im Laufe Ihres Studiums, was ich durchaus empfehlen kann, dann werden Sie allerlei Strukturen kennenlernen. Und ich habe selbst oft Schwierigkeiten, mir all die Eigenschaften zu merken, die eine Gruppe charakterisieren. Hier, Sie sehen, sind es im Prinzip 5 Eigenschaften. Das ist schon eine ganze Menge. Und wenn Sie dann Körper oder Ringe oder sonst was haben oder Module oder wie auch immer, dann haben Sie für jedes irgendwelche Eigenschaften. Die Schwierigkeit ist, die ganzen Eigenschaften sich zu merken. Da habe ich jedenfalls Schwierigkeiten, weil auch mein Gedächtnis nicht so gut ist. Und was ich da immer mache, das hilft sehr stark, ist, dass ich zu jeder Struktur mir ein Beispiel merke. Ein Beispiel für was eine Gruppe ist oder was keine Gruppe ist, was eine multiplikative Gruppe ist, was keine multiplikative Gruppe ist, was eine additive Gruppe ist. Wir werden auch noch sehen, man kann Gruppen unterscheiden, nämlich dahingehend, ob sie endlich oder unendlich sind. Also, und womit hängt das zusammen? Naja, wenn die Menge G, die Anzahl der Elemente, die in der Menge sind, wenn die endlich ist, dann spricht man von einer endlichen Gruppe. Das gibt es. Die Gruppen hier oben, das sind alles unendliche Gruppen. Ja? Also Z und R sind alles unendliche Gruppen. Jetzt werden Sie sich ja fragen, Moment mal, wie kann ich eigentlich endliche Gruppen konstruieren? Werden wir alles sehen? Warten Sie es ab. Das wird Ihnen gleich deutlich, wie man das machen kann. Und zwar völlig klar, Sie können mit der klassischen Multiplikation und mit der klassischen Addition, wie sie bisher definiert ist, auf R und auf Z, können Sie keine endlichen Gruppen bauen, aber Sie haben durchaus die Möglichkeit, diese Addition und Multiplikation neu zu definieren. Wie gesagt, das ist Ihnen immer überlassen. Und dann können Sie durchaus endliche Gruppen bauen. Und genau das macht man in der Kryptographie, dass man verschiedene endliche, oftmals sehr große, aber doch endliche Gruppen definiert. Und dann wird es interessant, die ganze Gruppentheorie wird dann interessant und das ist genau die Grundlage der Kryptographie. So, ich hätte vielleicht gleich weitermachen sollen, damit jetzt nicht meine ganzen Kommentare rausfliegen. Das Wichtigste aber, Abelsch ist kommutativ, das ist Abelsch.
Genau. Ich glaube, das hatte ich aber schon alles gesagt. Ich muss es nicht wiederholen. Additive Notationen verwendet man für kommutative Gruppen. Aber wie gesagt, es gibt auch multiplikative Gruppen, die kommutativ sind. Zum Beispiel R. Ja, R mit der Multiplikation und 1 ist eine kommutative Gruppe. Vielleicht schreibe ich es hin. R ohne 0 wohlgemerkt als Menge. Dann die Multiplikation und die 1, das ist eine kommutative Gruppe. Kommutative beziehungsweise abelsche Gruppe. Und zwar unendliche, eine unendliche kommutative Gruppe. So, um es ganz genau. Kommutative, multiplikative Gruppe. Also Sie sehen, man kann da differenzieren, ob eine Gruppe additiv oder multiplikativ ist, ob sie abelsch ist oder nicht abelsch, ob sie endlich ist oder nicht endlich. Genau. Und hier steht es nochmal, dieses für alle ABC, das heißt immer für alle Elemente aus der Gruppe G natürlich. Das steht oben nicht dabei. Wenn Sie sozusagen eine richtige Mathe-Vorlesung hätten, würde hier immer für alle ABC Element G stehen. Die Mathematiker sind da oftmals noch ein Tick präziser, aber ich denke, das ist ja klar. Das ist oft so in der Mathematik schon auch, dass man zum Teil Sachen, die klar sind, nicht mehr hinschreibt, weil ja jeder weiß, was gemeint ist. Da muss man so ein bisschen abwägen. Da gibt es dann aber immer Leute, die sozusagen pedantisch sind und sagen, bitte hinschreiben, falls es doch Missverständnisse geben sollte. Genau. Ja, jetzt ein paar Beispiele, das hatte ich alles schon genannt. Die ganzen Zahlen bilden eine Gruppe, das Neutrale ist die 0 und das Invers ist natürlich die Minus A. Im Prinzip müssen Sie das alles zeigen, ja, dass wenn Sie zwei ganze Zahlen addieren, dass dann wieder eine ganze Zahl rauskommt. Das ist aber auch völlig klar. Das heißt, diese Abgeschlossenheit, das Assoziativgesetz kennen Sie ja schon, das gilt bei den ganzen Zahlen. Insofern müssten Sie jedes Mal, wenn es heißt, zeigen Sie, dass etwas eine Gruppe ist oder prüfen Sie, ob etwas eine Gruppe ist, müssen Sie natürlich diese 5 Eigenschaften prüfen. Ja, das ist sozusagen, das sind die Eigenschaften, die eine Gruppe charakterisieren. Und wenn wir das in den Übungen machen, bitte nicht, oder in der Klausur bitte nicht schreiben, ja, sieht man ja, sondern bitte wirklich alle Eigenschaften zeigen. Auch wenn es oftmals offensichtlich ist, ist immer die Frage, ob es Ihnen auch offensichtlich war oder nur dem Leser. Also bitte da immer dann sozusagen genau diese Eigenschaften zeigen. Weiteres Beispiel vielleicht für eine Gruppe, die nicht ganz so trivial ist wie die ganzen Zahlen. Sie können die Vielfachen von n nehmen. Ja, das sind diese hier. Sie nehmen irgendein n aus z, zum Beispiel die 3 oder die 2, völlig egal. Dann nehmen Sie alle Vielfachen von 2 zum Beispiel. Das sind alles gerade Zahlen. Und oh Wunder, das ist jetzt kein Geheimnis. Wenn ich 2 gerade Zahlen addiere, kommt natürlich wieder eine gerade Zahl raus. Und entsprechend auch mit allen anderen, wenn ich Vielfache von innen addiere, bleiben die, das was rauskommt, sind dann immer auch wieder Vielfache von innen. Ne? Das heißt, die Geschlossenheit kann ich, sieht man sozusagen, nicht? Genau, was muss man noch prüfen? Man muss sozusagen dann noch prüfen, das Neutrale. Naja, wenn ich 0 mal n nehme, ist das die 0. Das ist also weiter drin. Sie sehen, wir haben hier sozusagen eine Gruppe, die eine Teilmenge der ursprünglichen Gruppe ist. Wenn ich z als die ursprüngliche nehme, kriege ich hier eine Teilmenge von z, die aber natürlich genauso abzählbar unendlich viele Elemente hat. Völlig klar, aber es ist sozusagen eine Teilmenge der ursprünglichen Menge. Und da ist es im Allgemeinen so, dass das Neutrale dann auch dasselbe Neutrale bleibt aus der ursprünglichen Menge. Und zwar deswegen, weil ich die Verknüpfung ja aus der ursprünglichen Menge hernehme. Und deswegen muss auch das Neutrale immer dasselbe sein wie bei der ursprünglichen Menge, genauso das Inverse. Das werden wir nachher noch genauer sehen. Sie können nicht eine Untergruppe definieren, die sozusagen aus der ursprünglichen Gruppe extrahiert wird und dann plötzlich ein ganz anderes Neutrales hat. Das werden wir sehen. Das sind so Eigenschaften, kommen wir später dazu, dass das Neutrale einer Gruppe immer eindeutig ist und das Inverse auch. Sie können also nicht zwei verschiedene Neutrale in einer Gruppe haben und Sie können nicht zwei verschiedene Inverse zu einem Element haben. Inverses und Neutrales in Bezug auf, also Neutrales ist immer eindeutig und Inverses zu einem Element A ist auch immer eindeutig. Und das bedeutet, selbst wenn Sie eine Untergruppe definieren, in dieser Weise zum Beispiel, was eine Untergruppe ist, kommen wir noch dazu, dann ist immer so, dass Neutrales und Inverses von der ursprünglichen Gruppe übernommen werden.
weil man nämlich die Addition, die kanonische Addition auf Z halt übernimmt. Abgeschlossenheit muss man im Prinzip prüfen, aber hatte ich ja gerade gesagt. Genau, hier ist der Begriff Untergruppe aufgeführt. Das ist also eine Untergruppe. Ich kann es aber vorweg sagen, Untergruppe ist kein Tiefsinn. Untergruppe ist, habe ich dann, wenn ich sozusagen eine Teilmenge der ursprünglichen Menge habe und diese auch wieder eine Gruppe ist. Einher geht damit typischerweise, dass das Neutrale und das Inverse übernommen werden und dass eben auch die kanonische Addition oder Verknüpfung von der sozusagen ursprünglichen Gruppe übernommen wird. Genau. Jetzt kommen wir auf endliche Gruppen. Ja, da kommt zum ersten Mal jetzt der Punkt, wie kann ich endliche Gruppen bauen? Hatte ich ja gesagt, bisher waren alle Beispiele unendlich. Jetzt kommen wir mal drauf, wie man endlich Gruppen bauen kann. Und zwar kann ich einfach die Modulo-Operation da einsetzen. Und dann mache ich Addition als Verknüpfung, aber mit dem kleinen n unten dran. Das heißt Addition modulo n. Das heißt, ich addiere zwei Elemente und dann mache ich modulo n. Was macht das nochmal modulo n? Zur Erinnerung, das zieht alle denkbaren Vielfachen von n ab. Ja? Das heißt, a modulo n heißt a modulo n, hatten wir jetzt x mal schon gehabt, heißt, ich nehme a und ziehe sozusagen alle denkbaren, jetzt muss ich gucken, wie ich schreibe, Vielfachen, ich gucke, wie oft geht sozusagen das n in das a rein, runde ab und multipliziere dann mit n. Und das ziehe ich ab und das ist genau a modulo n. Ja, also genau so ist a modulo n definiert. Das heißt, und das ist eben wichtig, das heißt, das, was rauskommt hier, das ist dann zwangsläufig eben in dem Intervall 0 bis n minus 1. Alles, was über n geht, wird sozusagen, wir hatten letztes Mal gesagt, zurückgewickelt auf diesen Kreis von 0 bis n minus 1. Und auf die Weise kann ich in der Definition, ne, hier ist dieses Addition modulo n, ist genauso definiert, das stellt sicher, dass das geschlossen ist. Ne? Das daraus folgt sozusagen geschlossen. Warum? Also ich nehme einfach die ursprüngliche Addition und sobald ich den zulässigen Bereich verlasse, wird wieder zurückprojiziert auf den ursprünglichen Bereich. Und damit ist das, was rauskommt, nachweislich in dem zulässigen Bereich. Damit habe ich Geschlossenheit. Ich muss natürlich gucken, dass das Neutrale drin ist. Ne? Das muss ich gucken. Aber wenn ich die sozusagen, die Null ist ja hier drin, und die hat in der Tat dieselbe Eigenschaften wie das ursprüngliche Neutrale, weil das ist ja unbenommen, ob ich das addiere mit Modulo oder nicht. Wenn ich 0 addiere, ändert sich sowieso nichts. Insofern funktioniert das weiterhin, dass das neutral ist. Das heißt, a verknüpft mit n, mit dem Neutralen, 0 ist immer wieder a. Und das Inverse, das müssen wir natürlich auch prüfen, dass das Inverse drin ist. Wenn ich die Zahl 0 habe, dann ist das Inverse natürlich weiterhin 0. Und ansonsten, wenn ich also ein a habe, was nicht 0 ist, zum Beispiel 1 bis n minus 1, dann nehme ich einfach minus a modulo n. Und das ist nichts anderes als n minus a. So kann ich das machen. Also man kann auch schreiben, n minus a ist ja nichts anderes als minus a modulo n. Ich nehme also das ursprüngliche Inverse, hatte ich ja schon gesagt, wenn man aus einer großen Menge eine Gruppe baut, sozusagen hier zum Beispiel eine endliche Gruppe, dann kann man oft das Neutrale und das Inverse übernehmen. Man muss nur hier sicherstellen, dass das Inverse minus a ist ja gar nicht mehr in der Menge drin, muss ich das wieder rumklappen auf die Menge und da kann ich eben modulo n natürlich nicht, modulo a, das war gerade gut. Also modulo. Das heißt, und das ist in dem Fall n minus a einfach. Und damit habe ich eine additive endliche Gruppe. Und jetzt kann man auch das ist sozusagen, ich schreibe es mal dazu, ich schreibe es erstmal hier dazu, das ist eine additive endliche Gruppe.
Additiv. Und jetzt kommt ein Beispiel einer multiplikative endliche Gruppe. Und das sind quasi die Gruppen, die besonders spannend sind für die Kryptographie und mit denen wir uns auch genauer befassen werden, unter anderem. Das sind diese multiplikativen Gruppen modulo n. Und da muss man ein bisschen pfiffiger sein. Das ist etwas komplizierter. Werden wir gleich sehen, an welchen Stellen das ein Tick komplizierter ist. Das erste ist, ich kann nicht einfach die Zahlen 0 bis n minus 1 nehmen. Das funktioniert nicht. Werden wir genauer sehen, warum. Was man nimmt, ist, man nimmt quasi diese Menge zn, aber nur die teilerfremden Reste. Das heißt, diese Reste modulo n nehme ich, aber nur die Elemente, die teilerfremd sind. Das hatten wir schon gesehen, das ist diese Menge Z Stern. Und da hatte ich damals schon gesagt, falls Sie genau zugehört haben, was ja nicht immer so wahrscheinlich ist, aber da hatte ich damals schon gesagt, man nimmt nur die teilerfremden Reste, weil man sicherstellen will, dass bei Produkten nicht irgendwann plötzlich die Null rauskommt. Das will man vermeiden. Wenn ich nämlich zwei Zahlen multipliziere aus der Menge und dann kommt n raus, n ist ja modulo, n ist ja 0. Ja, das heißt, dann habe ich plötzlich die 0. Und wenn ich zwei Zahlen multipliziere und es kommt 0 raus, dann wird es halt schwierig so mit sowas wie Inversen. Nicht? Deswegen muss ich diese teilerfremden Reste nehmen, also nur die, die keine Teiler mit n gemeinsam haben, wo der größte gemeinsame Teiler mit n 1 ist. Und dann kann ich loslegen. Dann kann ich dieselbe Multiplikation nehmen, ganz analog wie in der Addition. Ich multipliziere einfach wie klassisch in der Menge. Z hier ist sozusagen die Urmenge. Ich nehme einfach das übliche Produkt zweier ganzen Zahlen, aber dann klappe ich wieder auf den Wertebereich rum mit modulo n. Und das ist sozusagen Multiplikation modulo n, kann man sagen. Auch wieder muss man prüfen. Erstens, ist das geschlossen? Das lässt sich prüfen, jawohl. Und zwar vor dem Hintergrund, dass wenn die Teiler fremd sind, wenn ich modulo n an, wenn ich das Produkt bilde, dann bleibt das Teiler fremd zu n. Es können ja keine Primzahlen reinkommen in das Produkt, die auch in n drin sind. Ja, das heißt, wenn ich zwei Elemente a und b nehme, die Teiler fremd sind, zu n, dann ist auch deren Produkt teilerfremd zu n. Und wenn ich modulo n mache, ändert sich daran auch nichts. Das heißt, das Ganze bleibt teilerfremd. Das ist wichtig, denn hier muss ja am Ende, muss sozusagen ich zeigen, dass dieses Element von zn Stern ist für alle a, b aus zn Stern. Das ist ja die Geschlossenheit, die ich sozusagen prüfen muss, Geschlossenheit. Und da muss man genau das machen, dass man eben zeigt, wenn zwei Elemente teilerfremd zu n sind, dann ist das Produkt a und b, also das ist dann auch teilerfremd zu n und a und b modulo n bleibt weiterhin teilerfremd zu n. Wenn ich Vielfache von n abziehe, kann das nicht plötzlich durch n teilbar werden, wenn es das vorher nicht war. Das hatten wir auch schon mal genutzt, dieses Argument. Ja, damit habe ich dann die Geschlossenheit gewährleistet, wunderbar. Und dann gibt es natürlich ein neutrales, das ist das aus der ursprünglichen Gruppe. Das kann man eigentlich immer annehmen, wenn Sie eine Gruppe sich bauen, so wie wir es hier machen, eine endliche Gruppe zum Beispiel, dann können Sie aus der Urgruppe typischerweise das Neutrale übernehmen. Eine große Hürde ist an der Stelle, finde ein Inverses. Ja, ich muss also ein Inverses zu A finden. Das ist ja sozusagen die eine wichtige Eigenschaft, Neutrales, und zu dem Neutralen immer dazu das Inverse. Zu jedem A aus dieser Gruppe muss ein Inverses existieren. Und das gibt es, das ist nämlich genau das, wo Sie den erweiterten euklidischen Algorithmus einsetzen, hatte ich ja schon auf der ersten Folie heute erwähnt, dass sozusagen der EEA genutzt werden kann, um in diesen multiplikativen Gruppen ein Inverses zu berechnen. Was heißt Inverses? Inverses heißt, Alpha mal A muss das Einheitselement sein. Und zwar natürlich Alpha mal A modulo n. So ist ja genau die Operation definiert. Das heißt, Alpha mal A plus irgendwelche Vielfachen von n muss 1 sein. Mit irgendeinem geeigneten Beta. Das ist ja nichts anderes, wenn ich modulo n mache, dann ziehe ich ja nur Vielfache von n ab. Und das heißt, Alpha mal A plus Beta mal n. Es muss also ein Alpha und ein Beta geben, derart, dass Alpha mal A plus Beta n
die 1 ist. Und die 1 ist ja da, das a teilerfremd zu n ist, ist das genau der GGT von a und n. Und das hatten wir vorhin schon gesehen, genau diese Alpha und Beta, die berechnet Ihnen ja der EEA. Das heißt, für gegebene a und b berechnet Ihnen Alpha und Beta. In unserem Fall ist sozusagen das b ist das n, das a ist das a. Das heißt, für gegebene a und n berechnet Ihnen der EEA diese Alpha und Beta. Und das Alpha ist genau das Inverse. Alpha ist sozusagen das, das Inverse. Inverses zu A in dieser multiplikativen Gruppe. Ich weiß nicht, warum mir Beweise später steht. Das ist ja alles, habe ich ja jetzt gerade schon gemacht. Aber die Folien, werden Sie sehen, sind relativ umfangreich. Ich glaube, an manchen Stellen können wir auch so ein bisschen springen. Also diese Sachen habe ich ja jetzt schon angedeutet, wie die Beweise aussehen. Das können Sie vieles dann auch gerne zu Hause sozusagen versuchen nachzurechnen. Ein paar Beispiele. Ich hatte eben gesagt, Sie können sich die Verknüpfung selbst definieren. Was wir hier gemacht haben jetzt ist, wir haben diese Teilmengen von Z genommen, endliche Teilmengen, nämlich entweder die Reste modulo n oder die teilerfremden Reste modulo n in der multiplikativen, das nochmal zur Erinnerung waren die Reste modulo n, hier sind sie definiert. Für die Multiplikation müssen wir die teilerfremden Reste modulo n nehmen, damit auch ein Inverses und so weiter gewährleistet ist. Da sehen Sie, das ist hier wichtig für den Einsatz des EEA auch, dass dieses a wirklich teilerfremd mit n ist, dann funktioniert der EEA. Und dann liefert er Ihnen das Inverse, ansonsten gibt es nämlich nicht unbedingt immer ein Inverses. Genau. Und wir haben aber als Gruppenoperation einfach die ursprüngliche übernommen, allerdings immer modulo n, um das sozusagen auf das zulässige Intervall zurückzuklappen, zurückzuprojizieren. Das muss man nicht machen, das kann man machen. Hier ist es mal vorgeführt, wie das aussieht. Im Allgemeinen können Sie nämlich bei endlichen Gruppen einfach die Verknüpfungstabelle hinschreiben. Und das ist das, was Sie hier sehen. Das heißt, Sie haben hier in X- und Y-Achse haben Sie die ganzen Elemente in Ihrer Gruppe. In diesem Fall sind es 6 Elemente, Z6, also die Reste modulo 6, das heißt von 0 bis 5. Und Addition sagt mir dann, wie ich die addiere. Und dann sehen Sie, das ist dann die Tabelle, die, das heißt, Sie können das auch als Lookup-Table, wenn Sie sozusagen eine endliche Gruppe haben und nicht jedes Mal modulo ausrechnen wollen bei allen möglichen Verknüpfungen. Bei endlichen Mengen können Sie immer die Tabelle hinschreiben. Ganz analog zu diesen Wahrheitstafeln bei logischen Ausdrücken, wenn die sozusagen überschaubar sind, wenn die Belegungen endlich sind, dann kann ich immer alle möglichen Belegungen hinschreiben und eine Tabelle mir machen. Und das kann ich bei endlichen Gruppen auch. Natürlich ist das nicht so praktikabel. Wenn Sie Kryptographie machen, hatte ich gesagt, dann wählen Sie immer endliche Gruppen, aber riesige Gruppen. Ja, je größer die Gruppe, die Sie wählen, desto sicherer letztlich das Verschlüsselungsverfahren, ne? Und wenn die Gruppe zu klein ist, dann kann das leicht jemand knacken. Das ist ein wichtiger Punkt, dass ich die hinreichend, nicht unbedingt riesig, aber doch hinreichend groß wählen muss. Und dann ist so eine Tabelle auch wieder mühsam. Ja, aber bei 6 Elementen, da passt noch auf eine Folie. Wie sieht das aus? Klar, 0 ist ja das Neutrale, das heißt, hier steht natürlich 0, 1, 2, 3, 4, 5, das muss da stehen, das heißt, 0 mit 0 ist immer 0, 0 mit 1, 1 mit 0 ist immer 1 und so weiter. Und dann sehen Sie, das geht ganz analog weiter, außer wenn Sie über den Wertebereich rauskommen. Ne? Also wenn ich plus 1 mache, 1 plus 1 ist 2, dann 1 weiter 3, 4, 5 und dann wird zurückgeklappt auf die 0, damit die Werte immer zulässig sind. Und dann kommt am Ende genau diese Tabelle hier raus. Genau. Und was ganz schön ist, da können Sie auch direkt ablesen, was die Inversen sind. Ne? Das ist vielleicht, sonst sind diese Tabellen oftmals nicht so richtig erhellend. Da sind halt irgendwelche Werte drin, die in dem Wertebereich sind. Aber hier ganz schön sehen Sie, was das Inverse ist, denn da tauchen hier die Nullen auf. Das heißt, Sie sehen sofort, das Inverse zur 1 ist die 5, das Inverse zur 2 ist die 4, das Inverse zur 3 ist die 3 und so weiter. Und das gilt natürlich in beide Richtungen. Genau.
Ja, wie sieht das im multiplikativen Fall aus? Da sieht es, wie gesagt, ein Tick komplizierter aus. Da, wenn man eine Menge mit 6 Elementen nehmen will, da haben wir diese Phi-Funktion genommen, ne, die Ihnen sagt, wie groß eigentlich diese Eulersche Phi-Funktion. Das war genau die Größe der Menge Zn Stern. Ne, und da gab es auch eine Formel dafür, hatten wir gesehen. Und bei Zn Stern 9 kommt eben gerade 6 raus, will ich jetzt nicht nochmal vorrechnen. Aber das ist eine 6-elementige multiplikative Gruppe, die Sie dann kriegen, wenn Sie die Z9 Stern nehmen, also die teilerfremden Reste modulo 9. Ja, vielleicht nochmal als Begriff. Nee, ich schreibe es nicht hin. Ich habe es jetzt schon x-mal gesagt. Genau. Und wie sieht da die Multiplikationstabelle aus? Ganz einfach, Sie müssen multiplizieren und immer modulo 9 rechnen. Ja, das heißt, und dann können Sie überprüfen, wenn Sie mit 1 multiplizieren, oh Wunder, das ist ja das Neutrale, das heißt, hier wiederholen sich die Werte nur, also ganz analog. Die 0 ist natürlich nicht dabei, wenn man multipliziert, weil dann hat man kein Inverses. Die ist ja auch bei den teilerfremden Resten immer draußen. Die sind extra so gebaut. Diese Menge der teilerfremden Reste ist letztlich, kann man sagen, dafür gemacht, multiplikative Gruppen draus zu bauen. Das ist genau der Sinn, warum man die 0 rauslässt. Das ist der Sinn, warum man die Zahlen rausnimmt, die nicht teilerfremd sind. Genau. Und 2 mal 2 ist einfach 4, das kennt man schon. 2 mal 4 ist 8, das kennt man auch. Da hat sich nichts geändert. Ja, und warum? Weil 4 und 8 sind immer noch in der zulässigen Menge. Bis 9, bis 8 darf ich ja, die 9 darf ich nicht mehr. 2 mal 5 ist 10, ja, und das ist natürlich modulo 9. Da muss ich also die 9 abziehen, dann bin ich bei 1. Und entsprechend kommen dann hier diese Werte raus. Vielleicht auch interessant. Man kann, wie gesagt, den EEA anwenden für Inverse berechnen. EEA für Inverse berechnen. Ja, das hatte ich eben dargestellt, wie das funktioniert. Sie schmeißen einfach den an und dieses Alpha, dieser Koeffizient vom EEA, der ist genau das Inverse zu dem zugehörigen A. Aber wenn Sie eine endliche Gruppe haben, können Sie es sich auch einfacher machen. Da können Sie einfach die Multiplikationstabelle hinschreiben, alle ausrechnen, so wie hier modulo n rechnen. Und dann gucken Sie einfach nach, wo sind hier die Neutralen. Ne? Ding, 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 ding. Die sind, wie Sie sehen, schon nicht mehr ganz so strukturiert verteilt hier. Aber da sehen Sie sofort, das Inverse zur 5 ist die 2, das Inverse zur 7 ist die 4. Ne? Und das Inverse zur 8 ist die 8. Na, das ist offenbar zu sich selbst invers. Ganz interessant. Genau. Damit haben Sie also die Inversen zu den verschiedenen Elementen und das Inverse zu 1 ist natürlich immer die 1, klar. Ja. Das heißt, was hilft Ihnen diese Multiplikationstabelle oder die Additionstabelle? Erstens hilft es Ihnen, dass Sie die Sachen nicht immer wieder ausrechnen müssen. Sie können es einfach Lookup machen. Das zweite ist, Sie können so sehr schnell die Inversen ausrechnen, indem Sie einfach gucken, wo taucht da die 1 auf. Dann sehen Sie gleich, dass sozusagen das Inverse zur 7 offenbar die 4 ist. Noch ein anderes Beispiel, diese Gruppen, die tauchen wie gesagt immer wieder verschiedentlich auf. Zum Beispiel können Sie auch Addition auf den Einheitskreis definieren. Das heißt, Sie haben sozusagen den Einheitskreis und dann betrachten Sie hier so Punkte auf dem Einheitskreis. Und jeder Punkt auf dem Einheitskreis, das ist also ein Punkt mit Länge 1, wenn Sie es in x- und y-Koordinate schreiben oder kennen Sie auch aus der Schule schon, Sie können es mit Sinus und Cosinus machen, dann haben Sie es parametrisiert in einem Parameter t. Und egal wie Sie t wählen, die Punkte landen dann immer auf dem Kreis. Und dann können Sie die Addition definieren, indem Sie einfach sagen, ich addiere die Winkel. Ja, das wäre eine Möglichkeit, eine Verknüpfung zu definieren hier. Das heißt, wenn Sie sozusagen, wie fängt das hier an? Typischerweise, ich glaube, die fangen hier oben an. Ja, das Neutrale, das ist hier festgelegt bei 0,1. Das heißt, hier ist das Neutrale. Vielleicht mache ich diese Färbungen mal weg. Das ist das Neutrale, das ist sozusagen hier die 0,1. Und dann ist die Gruppenoperation ist eben, dass man die Winkel addiert im Uhrzeigersinn. Das heißt, wenn Sie diese Zahl hier nehmen und diese, dann müssen Sie quasi den Winkel, nennen wir ihn Alpha, hier noch drauf addieren, plus Alpha.
Das heißt, hier kommt dann das Element P1 plus P2 raus, wo ich die Winkel einfach addiert habe. Ja, das heißt, Pi Viertel und Pi Drittel sind dann, dann könnte ich jetzt meine Tochter fragen, Bruchrechnung macht die gerade in der 7. Klasse oder was? Da können sie die Winkel dann addieren und da kommt offenbar 7/12 raus. Genau. Und so kann man, und warum funktioniert das dann? Was muss man prüfen? Vielleicht auch nochmal zur Erinnerung für alle. Ich behaupte, das ist eine Gruppe. Beweisen muss ich erstens, es gibt ein neutrales, es gibt ein inverses. Ich muss aber auch zeigen, dass es geschlossen ist. Aber Sie sehen schon, wenn man hier immer Winkel addiert, man bleibt halt immer auf dem Kreis. Das heißt, es kommt immer wieder irgend so was auf dem Kreis raus. Immer so ein F von, und die, das ist gerade der Winkel relativ zum Startpunkt. Genau. Und das Inverse haben wir gezeigt, das Neutrale. Und dann kann man auch noch zeigen, dass es assoziativ ist und sowas. Das ist aber auch kein Hexenwerk. Warum? Weil die Winkeladdition, das ist ja die klassische Addition und die ist natürlich immer assoziativ. Und im Grunde, was im Hintergrund steht, ist auch eine Art Modulo-Rechnung, ne? Dass ich immer wieder auf das Winkelintervall 0 bis 2 Pi zurückprojiziere. Meinetwegen. Muss ich nicht machen, aber ja, eine Frage der Darstellung. Die Punkte sind sozusagen immer dieselben. Ja, noch ein paar Beispiele. Ich hatte schon gesagt, die unendlichen Gruppen, die reellen Zahlen bezüglich der Addition, das ist eine Gruppe, völlig klar. Die Multiplikation, wohlgemerkt, muss man ein bisschen aufpassen. Wir hatten eben gesagt, wir nehmen die 0 raus. Ne? Das war eine Möglichkeit, vielleicht blende ich das schon mal ein. R ohne 0 hatten wir gesagt, mit der Multiplikation und der 1 ist eine Gruppe, jawohl. Das ist also die Signatur, wo ich die Menge definiere, die Verknüpfung und das Neutrale. Man kann aber sehr wohl auch bei der Multiplikation nur die positiven reellen Zahlen nehmen. Auch wieder überlegen, was muss man prüfen? Man muss Geschlossenheit prüfen. Das ist das Wichtigste. Ja, die reellen Zahlen ohne die Null sind ja eine Gruppe. Wenn ich jetzt die Hälfte weglasse, ist die Gefahr immer, bleibe ich dann, wenn ich nur positive nehme, in der Menge. Aber klar, wenn Sie zwei positive Zahlen multiplizieren, ist das Produkt natürlich auch positiv. Das ist das erste. Zweite wichtiger Punkt, ist das Neutrale noch drin? Jawohl, die 1 ist natürlich positiv. Das heißt, die ist auch weiter drin in dieser Menge, wo ich hier sozusagen nur die positiven nehme. Und was ich auch prüfen muss, ob ich nicht, wo ich die Hälfte der Zahlen rausgeschmissen habe, nicht irgendein Inverses aus Versehen weggeschmissen habe. Das ist aber nicht der Fall. Denn zu einer positiven Zahl a ist natürlich das Inverse 1 durch a auch eine positive Zahl und damit auch in der Menge drin. Ne, wenn ich also von allen Reellen ohne 0 losgehe und weiß, das ist eine Gruppe, dann muss ich nur noch kontrollieren, dass das Neutrale weiterhin drin bleibt, wenn ich die Gruppe verkleinere, dass das Inverse weiterhin drin ist für alle, die ich betrachte und dass es weiterhin geschlossen ist. Das geht also bei den Reellen mit der Multiplikation, geht das. Bei den ganzen Zahlen mit der Addition geht es eben nicht. Ja? Wenn ich dann nur die natürlichen nehme und die negativen weglasse, dann habe ich die Inversen alle rausgeschmissen. Das geht also nicht, weil dann ist es keine Gruppe mehr. Es ist dann immer noch eine Menge, die natürlichen Zahlen, aber keine Gruppe. Genau. Man kann Isomorphien zwischen Gruppen definieren. Das ist hier unten ein bisschen erläutert. Was man nämlich zeigen kann, ist, dass diese Gruppen, wir haben jetzt gesagt, additive, multiplikative Gruppen, wir haben das so ein bisschen unabhängig, immer parallel, hier mal additiv, hier mal multiplikativ. Man kann relativ leicht zwischen additiven und multiplikativen Gruppen hin und her wechseln und zwischen den Gruppen abbilden. Und zwar, das ist etwas, was Sie vielleicht schon kennen, Sie können eben das Produkt x mal y definieren als e hoch log x plus log y. Ne, weil der log ist das Inverse zur e-Funktion, zur Exponentialfunktion und der log von a mal b ist der log von a plus der log von b. Das ist das, was man hier sozusagen nutzt. Log von a b mal b ist immer log a plus log b.
Und so kann ich, wenn ich sozusagen alle Elemente nehme und den Logarithmus drauf werfe, dann habe ich sozusagen eine Isomorphie zwischen einer multiplikativen und einer additiven Gruppe, die ich damit realisieren kann. Ja? Ich kann einfach sozusagen hin und her mappen zwischen dieser Gruppe und dieser Gruppe. Einfach mit der Abbildung E hoch x. Beziehungsweise zurückabbilden mit dem Logarithmus x. Der Logarithmus ist im Allgemeinen nicht eindeutig, aber wenn Sie nur Zahlen, nur positive Zahlen betrachten, dann sehr wohl. Und Logarithmus ist vielleicht für diejenigen, die den nicht so gut kennen, x log x sieht ungefähr so aus. Log x, der geht bei der 1 durch die 0 und dann geht er hier gegen minus unendlich. Genau. Und da sehen Sie, wenn ich exponentiere, dann egal, was Sie als x nehmen, irgendeine positive oder negative Zahl, wenn ich e hoch x mache, kommt immer was Positives raus. Und dann, genau. Isomorphie, man spricht davon, dass diese Gruppen isomorph sind. Das heißt, es gibt sozusagen eine 1 zu 1 Zusammenhang zwischen den Elementen in der einen und den Elementen in der anderen. Und die haben die Eigenschaft, dass ich zu jedem Element immer das entsprechende finde und derart, dass die Verknüpfung der zwei Elemente in der einen Gruppe immer der Verknüpfung in der anderen Gruppe entspricht. Ja, das heißt, egal ob ich das x mit dem y multipliziere in der multiplikativen Gruppe oder die korrespondierenden log x und log y addiere, ist das sozusagen korrespondierend. Das Element, was ich dann rauskriege, die entsprechen sich wieder. Und damit habe ich sozusagen eigentlich eine äquivalente Darstellung gefunden. Das heißt, ich kann hier die additive Gruppe R plus 0 äquivalent darstellen als eine multiplikative Gruppe auf den positiven reellen Zahlen. Ja. Und das kann man auch mit dem diskreten Logarithmus, das ist analog, da kann man auch entsprechende Abbildungen hier bei diesen endlichen Gruppen machen. Aber auch wohlgemerkt, man muss sozusagen die Exponentierung hoch k machen und dann eben immer Modulo, damit man in der entsprechenden Gruppe landet. Das ist sozusagen die Abbildung, von der man von den Elementen der einen in die andere kommt und zurück kommt man eben mit dem diskreten Logarithmus zur Basis 2. Hier habe ich e genommen und dann den natürlichen Logarithmus. Sie könnten auch da einen anderen Logarithmus nehmen und eine andere Exponentierung zu einer anderen Basis. Das ist völlig egal. Aber in der Praxis verwendet man oft E. Genau. Ein bisschen mehr noch zu anderen Gruppen, vielleicht so ein bisschen allgemeiner. Ich hatte gesagt, Gruppen tauchen überall auf. Das können Sie sich fast nicht vorstellen, was alles Gruppen, was sozusagen auch in der Realwelt Gruppen sind. Wenn ich ein Objekt nehme, dieses Handy, und in der Gegend rumdrehe, ja, das ist etwas, was im Computer Vision Bereich wahnsinnig wichtig ist, dass man erfassen kann, wie sich die Kamera dreht zum Beispiel. Die Drehungen der Kamera oder eines Objektes, die kann ich durch Matrizen beschreiben. Oder sogenannte Rotationen im Allgemeinen. Die Rotationen, die bilden eine Gruppe. Warum? Weil ich jede Drehung immer auch wieder invertieren kann. Ja, zu jeder Drehung habe ich eine Rückdrehung, die das Ganze rückgängig macht. Wenn ich um irgendeine Achse, um irgendeinen Winkel drehe, kann ich immer um den negativen Winkel wieder zurückdrehen. Das ist das Inverse. Es gibt auch ein neutrales, das heißt, dass ich überhaupt nicht drehe, also quasi um diese Achse aber 0 Grad. Das ist sozusagen ein neutrales. Und dann ist egal, welche Achse Sie nehmen, weil wenn Sie 0 Grad drehen, ändert sich ja nichts. Das sind alles sozusagen dieselbe als Matrix geschrieben, immer die Einheitsmatrix ist das Neutrale bei diesen Matrixgruppen. Genau, und dann ist es auch abgeschlossen. Das heißt, wenn ich zwei Drehungen hintereinander ausführe, und da sehen Sie, die Verknüpfung bei Drehungen ist die Konkatenation. Das heißt, ich führe eine Drehung um einen Winkel, um irgendeine Achse durch und dann nochmal eine Drehung, potenziell um eine andere Achse und einen anderen Winkel. Und wenn ich die zwei hintereinander ausführe, kann ich die Gesamtoperation auch als eine Drehung darstellen, um eine dritte Achse im Allgemeinen. Das ist nicht ganz trivial, das zu zeigen, aber das kann man zeigen und damit kann man eben zeigen, dass die Rotationen im 2D oder auch im 3D oder im N-Dimensionalen, dass die eine Gruppe bilden.
Das ist ein Beispiel. Und es gibt beliebig viele Gruppen. Wenn Sie zum Beispiel so ein Rubik's Cube haben, ja, dann können Sie an den Seiten beliebig drehen und die sozusagen Permutationen durchführen, die die Farben ändern. Und Sie wollen natürlich immer irgendwie für eine gegebene Permutation wieder das Inverse finden, um zur ursprünglichen Konfiguration zurückzukommen. Das können Sie alles mit Gruppen beschreiben. Und das ist genau die Art, wie man mathematisch den Rubik's Cube analysiert, ist mit Gruppentheorie. Das heißt, in vielen Anwendungen, das machen Sie sich gar nicht klar im Alltag, in vielen Anwendungen nutzt man Gruppentheorie, um Sachen zu beschreiben und auch zu lösen. Und wenn Sie zum Beispiel mehr mit dem Rubik's Cube sich befassen, ich habe das eine Zeit lang gemacht, dann stellen Sie fest, dass wenn Sie immer die beiden Außenseiten in der gleichen Weise drehen, dann bekommen Sie sehr viel einfachere Transformationen, die auch schon meine 5-jährige Tochter invertieren kann. Ja. Und woran liegt das? Mathematisch gesprochen liegt das daran, dass Sie dann sich immer nur in einer Untergruppe bewegen. Das heißt, Sie nur Transformationen zulassen, wo die beiden Außenseiten sich immer gleichartig bewegen. Und diese Untergruppe ist deutlich kleiner als die ursprüngliche Gruppe und da ist es entsprechend leichter, sozusagen das Ganze rückgängig zu machen. Zum Teil auch einfach durch Ausprobieren, ja. Indem man verschiedene Transformationen anwendet und konkateniert, bis hin dazu, dass man irgendwann sozusagen die ursprüngliche Permutation invertiert hat. Das heißt, bei all diesen Sachen spielen Gruppen eine Rolle. Und wir sehen schon, wir haben jetzt multiplikative, additive Gruppen besprochen. Was ein wichtiger Aspekt bei Gruppen ist, und das spielt immer wieder eine Rolle, ist, wie man die Verknüpfungen definiert. Und eine weitere wichtige Gruppe sind die Permutationen. Das zum Beispiel beim Rubik's Cube spielt eine Rolle, weil ich quasi da Sachen permutiere. Das heißt, die Farben sozusagen jeweils woanders landen. Und das ist diese Permutation einer Menge A, wo ich also jedem Element in A wieder eins in A zuordne, und zwar bijektiv, das wird überhaupt als Permutation bezeichnet. Ich habe also eine endliche Menge und jedem Element in A ordne ich ein anderes Element in A zu. Und bijektiv heißt, dass es sozusagen auch, dass ich so eine 1 zu 1 hatten wir schon gesehen, das heißt injektiv und surjektiv. Genau. Das nennt man Permutation. Und diese Menge aller Permutationen, die bezeichnet man als SA und das ist eine sehr wichtige Gruppe. Die bilden eine Gruppe, diese Permutation. Das ist die sogenannte symmetrische Gruppe über A. Auch da muss man jetzt gucken, warum bilden die eine Gruppe? Das ist nicht immer direkt klar, wenn man sagt, irgendwas bildet eine Gruppe. Da gibt es also diese Eigenschaften zu prüfen. Wir erinnern uns, 5 Eigenschaften sind es: Geschlossenheit, Assoziativgesetz, Neutrales, Inverses. Und ja, im Zweifelsfall noch Kommutativität, wenn es eine kommutative Gruppe ist. Genau. Es muss aber nicht kommutativ sein, es kann sein. Die symmetrischen Gruppen, witzigerweise, sind im Allgemeinen übrigens nicht kommutativ. Ähnlich wie die Matrixmultiplikation und Permutationen kann man durchaus als durch Matrizen darstellen. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, den wir, glaube ich, in dieser Vorlesung nicht so im Detail behandeln, aber der in der Mathematik eine wichtige Rolle spielt, ist die Darstellung von Gruppen. Darstellung von Gruppen. Ja, und das haben wir eben schon gesehen in einem Beispiel. Ich hatte gesagt, Sie können eine Abbildung in Isomorphie machen zwischen zwei Gruppen, derart, dass sozusagen die Verknüpfung erhalten bleibt unter dieser Abbildung. Ja, dass sozusagen die Verknüpfung von XY immer das entsprechende liefert, egal ob ich es multipliziere oder erst Logarithmus mache und dann addiere. Es kommt sozusagen aufs selbe raus. Es ist eine Art Äquivalenz da. Und diese Isomorphie heißt, ich kann dieselbe Gruppe auf zwei verschiedene Weise darstellen. Das heißt, im Allgemeinen, wenn man Gruppen definiert, kann man erstmal die Gruppe abstrakt definieren. Man hat Elemente und eine Verknüpfungstafel, die mir sagt, welches Element rauskommt, wenn ich zwei gegebene verknüpfe. Wie ich dann diese Gruppe aber darstelle, das kann ich oft unterschiedlich wählen. Zum Beispiel hier als multiplikative bzw. additive Gruppe in diesem Beispiel. Und das
Und oftmals, das macht man sehr viel, ist, dass man Gruppen erstmal abstrakt definiert, zum Beispiel die Drehungen eines Objektes wie der Kamera. Ja. Und dann versucht man oft eine konkrete Darstellung zu finden, zum Beispiel mit Hilfe von Matrizen. Derart, dass die Verknüpfung genau der Matrixmultiplikation der entsprechenden Matrizen entspricht. Das heißt, ich ordne jedem Element der Gruppe eine entsprechende Matrix zu. Derart, dass die Verknüpfung der Gruppenelemente genau der Multiplikation der entsprechenden Matrizen sozusagen mit der übereinstimmt. Das heißt, ich habe eine bijektive Abbildung zwischen den Elementen der Gruppe und den Matrizen. Das kann man zum Beispiel bei Permutationen machen. Man kann sogenannte Permutationsmatrizen definieren. Und um das vorwegzunehmen, ich weiß nicht, ob es gemacht wird, aber die 1-Matrix, die sogenannte Identitätsmatrix, das ist genau das neutrale Element, das ist genau das, die Identität. Da wird nichts permutiert. Ja. Wenn ich was mit der Einheitsmatrix multipliziere, bleibt der entsprechende Vektor sozusagen einfach gleich. Ja, das ist sozusagen die Identität. Wenn ich das als Matrix schreibe, dann ist das genau das. Das heißt, das sind alles Nullen ja, und in der Diagonalen nur 1. Genau. Das ist aber sozusagen die Darstellung durch Matrizen. Genau, man muss also diese Eigenschaften prüfen. Genau, einmal, dass das geschlossen ist, dass wenn ich also 2 Permutationen mache, und dann muss man sich fragen, was ist eigentlich die Verknüpfung? Die Verknüpfung ist die Konkatenation dieser Permutationen. Ich führe also eine Permutation durch und danach die zweite. Ja, und dann ist klar, wenn das eine bijektive Abbildung ist und ich die mit einer zweiten bijektiven verknüpfe, dann bleibt das Ganze bijektiv. Das ist eine typische Eigenschaft von Bijektionen, dass man die verknüpfen kann und weiterhin bijektive Abbildungen erhält. Genau, das ist also sozusagen die Konkatenation. Die Gruppenoperation ist genau diese sozusagen Funktionskomposition, die ich hier mache. Dass ich die eine Funktion anwende, die Bijektion, und danach die andere. Also F nach G hatten wir da immer dazu gesagt. F nach G war sozusagen die Formulierung für diesen Kringel bei Funktion. Genau, dann gibt es die Identität. Das ist einfach die Abbildung von einem Element auf sich selbst. Das ist immer eigentlich kein tiefsinniges neutrale Element oder Identität zu finden. Das ist eigentlich relativ trivial. Und dann ist die Frage, gibt es ein inverses? Ja, das ist genau die Umkehrabbildung. Wenn wir eine bijektive Funktion haben, gibt es immer auch eine Umkehrabbildung, hatten wir gezeigt. Und was wir auch schon gezeigt hatten, ist, dass wenn f bijektiv ist, dann existiert f hoch minus 1 und es ist auch bijektiv. Na, das hatten wir schon gezeigt und das bedeutet, dass auch f hoch minus 1 ist auch eine Permutation. Nämlich genau die Inverse. Ja, diese symmetrischen Gruppen, die tauchen in der Mathematik viel auf. Und zwar auch deswegen, weil jede Gruppe G sich als Teil der symmetrischen Gruppe auffassen lässt. Das ist ein Satz, den wir hier nicht beweisen werden. Der Satz von Cayley, der sagt letztlich, dass man jede Gruppe darstellen kann als Teil der symmetrischen Gruppe. Also auch wieder eine Frage der Darstellung von Gruppen, die da sozusagen eine Rolle spielen. Und ein Ergebnis aus der sozusagen Darstellungstheorie ist genau dieser Satz von Cayley. Und deswegen spielen die natürlich eine etwas herausragende Rolle, weil ich sozusagen jede denkbare Gruppe als Teil der symmetrischen Gruppe sehen kann. Und das heißt, wenn ich die symmetrische Gruppe verstanden habe, kann ich im Prinzip dann auch andere Gruppen damit verstehen. Wenn man mit Permutationen zu tun hat, das hatten wir schon gesehen, gibt es diese Zykelschreibweise. Das kommt, glaube ich, jetzt im Beispiel. Ne, wir erinnern uns, das ist so ein Zykel, dass diese runden Klammern heißen immer, nur zur Erinnerung, das heißt, das ist eine Abbildung, wo x01 auf x11 abgebildet, x1 halt auf das und dieses hier wird wieder sozusagen auf das abgebildet. Das ist damit gemeint. Und es kann sein, dass Sie bei einer Permutation sozusagen die 3 zyklisch, ne, bei 3 können Sie sich das so vorstellen, dass die alle sozusagen immer 1 weiter rutschen.
Ja, und das ist eine zyklische Permutation, aber die Permutationen müssen nicht vollständig zyklisch sein. Jede Permutation können Sie zerlegen in eine Menge von Zyklen. Und das ist ganz trivial, weil Sie haben ja eine endliche Gruppe. Warum gilt das immer, dass sich das zerfällt in eine Menge von Zyklen? Naja, Sie können einfach fragen, Sie nehmen irgendein Element und sagen, wo wird das abgebildet? Dahin, 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 dahin. Und Sie fragen, wo wird das abgebildet? Wo wird das abgebildet? Und dann ist völlig klar, da Sie eine endliche Menge haben, müssen Sie entweder alle irgendwann erreicht haben und wieder zum Anfang zurückkommen, oder Sie kommen zum Anfang zurück, bevor alle abgegrast sind. Das heißt, nur eine Teilmenge ist abgegrast, dann nehmen Sie eins von denen, was noch nicht abgegrast wurde, nämlich X02 zum Beispiel, fragen, wo wird das abgebildet? Dann sagt die sozusagen sagt Ihnen, dass die Permutation, das wird auf den abgebildet, das auf den und so weiter. Und dann kommt irgendwann wieder das X02 und so weiter. Aber irgendwann, da Sie eine endliche Gruppe haben und endlich viele Elemente, können Sie nur endlich viele solche Zyklen haben. Das heißt, die gesamte Permutation lässt sich immer als eine Menge von Zyklen darstellen. Und per Konvention tauchen Knoten hier gar nicht auf, wenn die auf sich selbst abgebildet werden. Man kann die auftauchen lassen, hier unten zum Beispiel, ne? Das heißt hier zum Beispiel das erste in dem Beispiel da unten, das heißt eigentlich, die 2 wird auf sich selbst abgebildet. Wir hatten da oft das einfach nur so geschrieben, ja. Das ist eine kompakte Notation. Sie können natürlich Zyklen in der Reihenfolge vertauschen, das ist völlig egal, ob Sie die in dieser Reihenfolge oder in einer anderen Reihenfolge schreiben, aber per Konvention machen wir das so, dass die Elemente, die auf sich selbst, also die sozusagen Schleifen, wenn Sie es grafisch darstellen wollen, diese Schleifen hier, die werden quasi gar nicht dargestellt, sondern typischerweise, wenn die 4 nicht auftaucht, heißt es, die wird auf sich selbst abgebildet in dieser Permutation. Und so kann man jede Permutation als eine Menge von Zyklen schreiben, die sozusagen Schleifen, die lässt man per Konvention häufig weg. Da steht Fixpunkte, also Kreise der Länge 1, Schleifen hat man die genannt, werden nicht explizit angezeigt, normalerweise. Das ist also eine Darstellung, wie ich diese Elemente der Permutationsgruppe darstellen kann, nämlich als Zyklen. Und dann kann man eben auch zum Beispiel die S3 nehmen. Das sind also Zyklen mit drei Elementen, von drei Elementen, ja, Permutationen von drei Elementen. 1, 2, 3 nenne ich die mal. Und dann gibt es halt eine Identität, wo jeder auf sich selbst abgebildet wird. Das ist sozusagen trivial. Also einfach nur die Identität. Sie können das auch als Zyklus mit der 1 und Zyklus mit der 2 und Zyklus mit der 3, aber wie gesagt, wird normal weggelassen. Wenn die auf sich selbst abgebildet werden. Und dann gibt es verschiedene andere Permutationen. Ich kann zum Beispiel sagen, die 1 wird auf die 2 und die 2 wieder auf die 1 abgebildet, die 3 auf sich selbst. Und dann kann ich die vertauschen und den anderen festlassen, die vertauschen. Oder ich kann alle drei entweder im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn vertauschen. Ja. Also vielleicht noch mal anschaulich. Dieses Element, machen wir es mal orange, dieses hier, das heißt grafisch dargestellt, die 1 wird auf die 2 abgebildet, die 2 wird auf die 3 und die 3 wieder auf die 1. Genau. Und jetzt gibt es, genau, ich gucke gerade auf die Uhr, ich mache heute bis 15:20 Uhr, damit die Mona noch das Kahoot machen kann, die letzten 10 Minuten. Genau, dann darf ich jetzt nicht die Zeit aus dem Auge verlieren. Jetzt haben wir noch 8 Minuten. Ja, 1, 2, 3. Und jetzt kann man und jetzt haben wir gesagt, man verknüpft die. Ne? Was heißt das Verknüpfen? Zum Beispiel, wenn ich die 1 auf die 2 abbilde und dann anschließend diese ausführe, dann habe ich wieder die Identität. Ne? Völlig klar. Und wenn ich dagegen, kann man sich auch überlegen, wenn ich jetzt, machen wir mal ein anderes Beispiel, ich werde versuchen, nicht alles vollzumalen hier. Wenn ich jetzt sage, ich mache eine Verknüpfung, wo ich die 1 auf die 2 abbilde und dann die 2 auf die 3, was kommt da raus? Die 1 wird auf die 2 abgebildet, die 2 wird auf, und dann verknüpfe ich das, das heißt, dann wird die 2, genau, wenn man die hintereinander ausführt, dann kommt dieses raus. Wie kann man sich das überlegen? Man führt erst das obere aus, das heißt, 2 wird auf 3.
Genau, 2 wird auf 3 abgebildet nach dem oberen. Und wenn ich dann den linken anwende, da bleibt ja die 3 bei sich selbst. Das heißt, die 2 wird weiterhin auf die 3 abgebildet. Also ich mache, was ich jetzt gerade mache, vielleicht mache ich eine andere Farbe, dass Sie es sehen. Ich versuche gerade vorzurechnen, was ein. Nee, blau ist schlecht, weil das alles blau ist. Nehmen wir lila. So, diesen hier mit diesem hier. Und wir wollen gucken, was rauskommt. Ne? Der oben lilane, der sagt, 2 wird auf die 3 abgebildet. Und dann führe ich den rechten aus, der sagt aber, 3 bleibt bei sich selbst. Das heißt, damit sehen wir, die 2 wird in der Tat auf die 3 abgebildet. Dann gucken wir, worauf wird die 1 abgebildet. Nach dem oberen bleibt die 1 bei sich selbst. Nach dem linken wird dann die 1 auf die 2 abgebildet. Das heißt, die 1 wird in der Tat auf die 2 abgebildet. Und so kann man sich überlegen, dass und die 3 wird auf die 1 abgebildet. Nach dem oberen wird die 3 erst auf die 2 abgebildet. Und wenn ich dann das linke ausführe, wird die 2 da auf die 1 abgebildet. Das heißt, ich führe die nacheinander aus und so kann ich mir diese Permutationstabelle, die sozusagen Multiplikationstabelle, ausrechnen. Und wenn ich das mache, oh Wunder, dann sehe ich, dass hier auch ganz viele Neutrale rauskommen. Das muss natürlich auch sein, sonst habe ich ja gar keine Gruppe. Und dann sieht man auch, was immer jeweils das Inverse zu wem ist. Und nicht verwunderlich, der Zyklus im Uhrzeigersinn ist invers zu dem Zyklus gegen den Uhrzeigersinn. Das sieht man hier also alles. Genau. Wir machen noch, ja, hier ist das, oh, hier ist das auch ganz schön grafisch dargestellt. Tut mir leid, diese Reminder gehen immer nicht so leicht weg. Hier ist das grafisch, hier kann man das sozusagen in dieser Weise darstellen, wenn ich 1, 2 mit 2, 3 mache. Das ist ja genau das Beispiel, was ich eben gemacht habe. Das kann man auch so darstellen, dass ich sage, erst wird sozusagen nach dem Rechten erst 1 auf 1 abgebildet, dann 2 auf 3, 1 auf 1 und dann hier 1 auf 2. Das heißt, die 1 wird auf die 2 abgebildet und dann, Entschuldigung, jetzt. 1 auf 1, dann 1 auf 2. Und hier können Sie sagen, wenn Sie, das heißt, damit habe ich das ausgerechnet. Jetzt will ich wissen, worauf wird die 2 abgebildet in dieser verknüpften Variante. Dann gucke ich erst hier, die 2 wird auf die 3 abgebildet, die 3 wieder auf die 3, das heißt, ich kriege 3. Und bei der dritten kriege ich die 3, wird auf die 2 abgebildet und hier die 2 auf die 1, das heißt, da kriege ich die 1 raus und dann kann ich es wieder mit der Zykelnotation zusammenfassen. Das ist vielleicht die schönste Art, diese Permutationen zu berechnen und die Verknüpfungen zu berechnen, indem ich es mir erstmal sozusagen voll ausschreibe in dieser Matrixnotation und nachher wieder konvertiere in so eine Zykelnotation. Und vielleicht hier, Sie können es gerne selber rechnen, wenn Sie dann 2, 3 mit 1, 2 konkatenieren, dann müssen Sie die ja vertauschen, dann kommt eben am Ende was anderes raus. Es kommt also nicht dasselbe raus. Das heißt, diese Permutationsgruppe, auch schon S3, ist nicht kommutativ. Das ist wichtig. Oder nicht Abelsch. Gut, jetzt gehen wir wieder über zu diesen endlichen Gruppen, den Modulo-Gruppen. Das hatten wir, glaube ich, vieles schon gesehen. Das ist jetzt nochmal der Beweis, dass diese additive Gruppe wirklich eine additive Gruppe ist. Das heißt, was müssen wir zeigen? Abgeschlossenheit, assoziativ, neutrales, inverses, kommutativ. Bei dem Assoziativ, da bin ich vorher nicht drauf eingegangen, das muss man durchaus auch zeigen, dass sozusagen immer A, dass ich die Klammerung beliebig machen kann. Und das liegt letztlich daran, dass ich am Ende immer alle erst addieren kann und dann Modulo n. Ja, ich kann das Modulo immer rausziehen, denn Modulo heißt ja nur, dass ich von dem, was gerade läuft, immer Vielfache von n abziehe. Und dann kann ich das auch ganz draußen machen und dann heißt es, dann kann ich sozusagen die Assoziativität der ursprünglichen Gruppe der ganzen Zahlen nutzen und das bleibt dann hier unbenommen. Genau, Neutrales müssen Sie zeigen, Inverses müssen Sie auch zeigen und das ist aber bei der Addition hier einfach ein bisschen trickreicher, wird es wie gesagt bei der Multiplikation, diese Teilerfremdenreste modulo n, das ist sozusagen diese multiplikative Gruppe modulo n. Genau. Hier sehen Sie, das Problem ist einfach, wenn Sie die Null mit drin haben, ist ganz schlecht, dann haben Sie halt keinen Körper. Und selbst wenn Sie die Null hier sozusagen am Rand ausschließen, wenn Sie teilerfremde Zahlen drin haben, kann es passieren, dass auch später irgendwo plötzlich Nullen auftauchen.
dass plötzlich 4 mal 3 eben 0 ist. Und dann kommt plötzlich, ne, dass das einfach, dass sozusagen da letztlich eine 6 rauskommt. Und wenn Sie Modulo 6 machen, dann haben Sie plötzlich 0. Und deswegen muss man die teilerfremden Reste rausnehmen, sonst kriegt man da keine Gruppe hin. Und wenn man die rausnimmt, dann funktioniert das aber. Das ist hier noch ein bisschen genauer detailliert, dass man halt bestimmte Elemente rausnehmen muss, damit man dann eine zulässige Gruppe kriegt. Genau. Auch hier kann man das Ganze wieder beweisen, dass das eine multiplikativ, dass die multiplikative Gruppe modulo n auch eine Gruppe ist. Das heißt, ich muss zeigen Abgeschlossenheit. Und das folgt aber immer wieder aus diesen Eigenschaften der Modulo-Operation letztlich. Dass wenn ich zwei Zahlen nehme, die teilerfremd sind zu n, dann ist das Produkt auch teilerfremd zu n und dann ist auch ab mod n teilerfremd zu n. Das ist relativ klar. Da ändert sich nichts an dieser Teilerfremdheit, weil einfach keine Primfaktoren von n irgendwie reinkommen können bei diesen Operationen, weder beim Produkt noch bei der Modulo-Bildung. Das Assoziativgesetz, das ist wieder analog bei der additiven Gruppe, dass ich einfach das Modulo rausziehen kann und dann, das heißt, dass das Produkt von drei Zahlen immer a, b, c mod n letztlich schreiben kann. Und dann kann ich natürlich die Klammerung wieder beliebig machen und den Modulo wieder reinziehen. Und dann habe ich diese Assoziativität analog gezeigt. Und beim Neutralen auch klar, das 1-Element ist ja drin und das bleibt natürlich weiterhin das neutrale Element. Die größte Herausforderung ist zu zeigen, dass ein Inverses existiert. Das heißt, dass zu einem Element A es ein Inverses gibt. Und das ist aber genau das, was der EEA Ihnen berechnet, nämlich, dass Sie ein Alpha finden, derart, dass das Inverse ist. Ja, dass also Alpha, genau, das ist genau diese Eigenschaft hier. Und das sagt letztlich, das sagt letztlich A mal Alpha modulo n ist gleich 1. Ne? Das ist sozusagen das, was hier steht, ist A mal Alpha mod n ist gleich 1. Das ist nichts anderes. Und das heißt nichts anderes, als dass Alpha das Inverse zu A in der Modulo-Gruppe ist. Damit haben wir also das auch abgehakt sozusagen. Und kommutativ ist es auch in dem Fall, das ist also, weil das einfach die ursprüngliche Menge kommutativ ist. Das ist, glaube ich, alles. Da machen wir heute Schluss und dann danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich sehe Sie am Donnerstag wieder und hiermit übergebe ich an Mona. Vielen Dank. Okay, dann starten wir gleich ins Kahoot. Da ist das heutige Kahoot. Heute sind es 4 Fragen. Und ja, irgendwie war heute im Chat viele Fragen zu, was ist jetzt, warum, wann ist das jetzt additiv, wann ist das jetzt multiplikativ? Also das Wichtige ist, glaube ich, zu begreifen, dass nur weil da ein Plus steht oder weil da ein Punkt steht, das nicht heißt, dass das die Multiplikation oder die Addition sein muss, wie man die gewöhnt ist. Ja, es kann... Und das ist einfach erstmal ein Symbol und es steht einfach erstmal nur dafür, dass es eben eine Gruppenoperation ist. Und alles andere ist dann Konvention bzw. Definition. Also wir definieren dann die Gruppenoperation so und so. Und genau, also meistens sprechen wir von additiver Gruppe halt. Also wir benutzen dieses Plus halt häufig, wenn es eine kommutative Operation ist. Genau, also da ist einfach wichtig, wieder zu unterscheiden, weil oft hat man so diese Idee, ja, die 1, die kenne ich ja, das ist ja die 1 und das Plus, das kenne ich ja, das ist ja Plus. So. Und es ist dann halt wichtig, diesen Schritt von Abstraktion zu gehen, dass ich eben verstehe, okay, hier ist die 0, ist jetzt erstmal nicht so die Zahl 0, die ich kenne, sondern es ist das neutrale Element in dieser Gruppe, die ich mir da definiere. Und diesen Unterschied zu machen, also erstmal, das ist jetzt einfach ein Symbol, das schreibe ich 0 und das steht für das neutrale Element in dieser Gruppe, die ich da gerade definiere. Genau, ansonsten... ja, also 2 von den Fragen heute sind jetzt auch relativ zu dem Stoff, den wir jetzt so ganz kurz vor Ende gemacht haben. Wie immer natürlich kein Drama, wenn ihr dann die Antwort nicht direkt wisst, aber ich hoffe dann, danach merkt ihr euch dann hoffentlich, was die Aufgabe und das Problem war. Okay, dann würde ich sagen, wir warten
noch vielleicht ein paar Sekunden. Und starten dann auch aber gleich ins Kahoot. Okay. 3 zu 1. Los geht's. Viel Erfolg. Okay. Ja, mehr so eine Definitionsfrage, so eine kleine Auswendiglernfrage. Aber wichtig halt, wenn ihr in der Klausur zum Beispiel eine Frage bekommt, warum ist das und das keine Gruppe, dann könnt ihr halt irgendwie durchgehen. Irgendwas muss verletzt sein. Vielleicht häufig ist es die Abgeschlossenheit. Häufig ist es irgendwie so, da ist euch eine Menge gegeben und eine Operation. Und wenn ihr ein bisschen rumprobiert, merkt ihr, ah ja, da sind irgendwie 2 Elemente. Wenn ich die jetzt irgendwie mit dieser Operation verknüpfe, dann komme ich irgendwie auf ein Element, was nicht mehr in der Menge ist. Als eine von vielen möglichen Klausuraufgaben. Genau, also Abgeschlossenheit, das neutrale Element, die Assoziativität, das muss für jede Gruppe gelten. Kommutativität kann für eine Gruppe gelten, muss aber nicht. Und hier steht ja, was gilt für jede Gruppe. Deswegen ist also Kommutativität hier nicht die richtige Antwort. Nicht, weil Kommutativität grundsätzlich nicht gilt, sondern weil es halt nicht für jede Gruppe gilt. Okay, und dass es hier ein eindeutiges neutrales gibt, ich weiß gar nicht, ob wir das heute bewiesen haben, aber der Beweis ist relativ kurz, vielleicht macht ihr den auch einfach selbst zur Übung. Okay. Dann nächste Frage. Los geht's. Okay, so langsam trudeln noch die letzten Antworten rein. Die meisten haben schon lang geantwortet. Dann schauen wir mal. Okay. Ui, viele Vorschläge. Also viele, viele Vorschläge, die ihr da so gebracht habt, sind ja schon mal gar nicht in dieser Menge hier drin, ja, in diesem Z8. Was sind da für Elemente drin? Naja, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, die Zahlen von 0 bis 7, sieben sind in dieser Menge drin. Genau, und dann die Operation, mit der wir das hier verknüpfen, ist eben plus und dann rechnen wir modulo 8. Das heißt, was suchen wir hier für ein Element?
wir suchen das Element, sodass wir, wenn wir 5 plus dieses Element rechnen und dann modulo 8, dass wir dann 0 rausbekommen. Das wäre das Inverse zu 5. Ja? Naja, und was erfüllt das? 5 plus 3 modulo 8 ist 0. Also 5 plus 3 ist gleich 8, modulo 8, das ist 0. Deswegen ist zu 5 das Inverse hier 3. Und das Inverse muss auch in dieser Grundmenge liegen. Ja? Also es ist jetzt hier irgendwie minus 13 und was nicht noch da alles stand. Das kann alles gar nicht das Inverse sein, sondern das Inverse soll hier wirklich in dieser Grundmenge liegen. Das heißt, also es kommen nur Zahlen von 0 bis 7 überhaupt in Frage. Und ja, hier ist es die 3. Okay. Gut, dann nächste Frage. Okay, da bin ich jetzt ein bisschen traurig, dass das hier so durcheinander ist. Also das haben wir ja eigentlich schon wirklich viel gemacht. Ja, das ist dann im Prinzip nichts Neues. Das Einzige, was hier neu ist, ist, dass ich jetzt hier geschrieben habe, das ist also in S4. Das heißt, es ist also in dieser Menge aller Permutationen über die Zahlen 1, 2, 3, 4. Ja? Also S4 ist die Menge, die alle Permutationen über 1, 2, 3, 4 enthält. Also zum Beispiel so eine Permutation, wo ich 1 auf 2 und 2 auf 1 und 3 auf 4 und 4 auf 3 abbilde. Das ist also ein Element hier aus S4. Gut, hier interessieren wir uns jetzt aber für ein anderes Element in S4, und zwar dieses hier. Zyklus 1, 2, 3 und dann mit der Funktionskomposition verknüpft nochmal mit 1, 2, 3. Okay, und jetzt will ich wissen, was ist das? Ja, und hier, also traurig macht mich wirklich, dass sogar noch kurz nach dem Kurztest hier die Stimme hier für Identität und hier, das ist ja eigentlich auch nochmal Identität, immer noch so hoch ist. Nein, es ist nicht immer so, dass ich, wenn ich eine Permutation, also wenn ich einen Zyklus nochmal mit sich selbst verknüpfe, also eine Permutation nochmal mit einer anderen Permutation verknüpfe, mit der gleichen Permutation verknüpfe, dass dann unbedingt die Identität rauskommt. Nein, das muss nicht sein. Also das heißt, wenn ihr nochmal irgendwann in eurem Leben so eine Tabelle aufmalen sollt, wie im Kurztest, wo ihr diese Permutationen verknüpft mit der Funktionskomposition, dann schreibt nicht in diese ganze diagonale Identität. Ja, es stimmt nicht, es muss nicht stimmen. Okay, schauen wir es uns an. Also was sollen wir hier machen? Wir sollen erst diesen Zyklus hier anwenden und dann diesen hier. Also hier wird 1 auf 2 abgebildet. Naja, und hier wird 2 auf 3 abgebildet. Also wird insgesamt 1 auf 3 abgebildet. Okay. Worauf wird die 3 abgebildet? Naja, hier 3 wird auf 1 abgebildet. 1 wird auf 2 abgebildet, also wird insgesamt 3 auf 2 abgebildet. Und dann die 2, naja, die 2 wird auf 3 abgebildet, die 3 wird auf 1 abgebildet, also wird insgesamt die 2 auf die 1 abgebildet. Ja? Dadurch entsteht dieser Zyklus hier, 1, 3, 2. Und jetzt ist noch die Frage, was ist mit dieser 4? Naja, das haben wir auch schon eigentlich ganz oft gehört, diese Fixpunkte, die müssen wir nicht unbedingt hinschreiben. Ja? Können wir, müssen wir aber nicht. Das heißt, diese einzelnen Elemente, wo das Element auf sich selbst abgebildet wird, hier in dem Fall, das heißt ja nichts anderes als 4 wird auf 4 abgebildet, die können wir hinschreiben, müssen aber nicht hinschreiben. Ist nicht falsch, wenn wir sie hinschreiben, aber wir müssen halt auch nicht. Gut, in dem Fall habe ich es jetzt mal hingeschrieben. Genau, deswegen ist das hier die richtige Lösung. Ja, und wie gesagt, Identität ist nicht immer richtig in so einem Fall. Und das hier, das Rote, ist eigentlich auch nur eine komische Schreibweise für die Identität. Hier habe ich mal so ganz komisch irgendwie 1, 2, 3 so einzeln hingeschrieben und dann die 4 weggelassen. Würde ich euch nicht empfehlen, das so zu schreiben. Ihr verwirrt nur euren Tutor, wenn ihr Identität schreiben wollt. Aber streng genommen ist es nicht falsch. Also für die Frage hier ist es natürlich falsch. Aber das ist quasi das Gleiche in einer bisschen komischen Notation wie auch Identität. Gut, also ich hoffe, in Zukunft, wenn es kommt,
keine Identität mehr in der Diagonalen, so einfach so stumpf. Ja? Kann schon sein, dass da irgendwo Identität kommt, aber nicht einfach blind. Okay. Dann letzte Frage für heute. Sorry, ich erkläre hier wild und bin gemutet. Okay, nochmal. Also, wild gemischtes Bild. Und wie auch schon vorher in der Frage, muss die, Entschuldigung, einen Augenblick. So, dritter Anlauf, diesmal klappt's. Also, wie auch schon vorher, muss das Element, also muss das Inverse auch in dieser Menge drin sein. Und Z, 6 Stern, was sind da für Zahlen drin? Naja, es sind Zahlen zwischen 0 inklusive 5, die teilerfremd sind zu 6. Das heißt, sie können nicht 2 als Teiler haben und sie können nicht 3 als Teiler haben. Naja, die 0 hat immer, alle Zahlen sind Teiler der 0. Das heißt, die 0 fällt immer sowieso schon mal raus bei allen diesen Zn Sternen. Und jetzt müssen wir halt noch gucken. Naja, 1, okay, 1 ist immer in so einer Menge. Ja, 1 ist immer teilerfremd zu jeder Zahl. Dann die 2 fällt raus, die 3 fällt raus, die 4 fällt raus, die 5. Also die einzigen Zahlen, die in dieser Z6-Stern überhaupt drin sind, in dieser Menge, sind 1 und 5. Naja, und jetzt müssen wir noch wissen, was ist das Inverse zu 5? Also das Inverse soll ja die Eigenschaft haben, 5 mal Inverses von 5 ist gleich 1. Ja gut, was ist jetzt, wenn ich, und Modulo 6 natürlich, das ist ja die Gruppe, diese Operation, in der wir uns bewegen. Also 5 mal 1, Modulo 6, ist was? 5. Okay, das 5 ist nicht 1. Also 5 mal 1, Modulo 6, 1 ist offensichtlich nicht das Inverse zu 5. Naja, sozusagen nach dem Ausschlussprinzip muss es dann ja eigentlich die 5 sein. Aber auch wenn wir es uns ausrechnen, also 5 mal 5 ist 25. Okay, Modulo 6, naja, 24 ist durch 6 teilbar. Ja? Das heißt, 25 hat dann offensichtlich den Rest 1, wenn wir es durch 6 teilen. Ja, perfekt, genau, das ist also unser Element, was wir haben wollten. 5 ist das Inverse zu 5. Okay, ich gebe zu, heute waren es ein bisschen schwierige Fragen, gerade wenn man es auch jetzt gerade eben erst gehört hat. Koi, herzlichen Glückwunsch. Ska. Und Zed, herzlichen Glückwunsch. Ich muss irgendwann mal wissen, ob du durch CED und Sean Sedan und Tobias. Herzlichen Glückwunsch. Also viele bekannte Gesichter. Koi, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du schon mal hier auf dem Podium warst. Okay, euch einen schönen Nachmittag und Donnerstag sehen wir uns zur allerletzten DS-Vorlesung. Schade, schade. Dann, ja, schönen Nachmittag euch und bis dahin. Tschüss.